Lebensbedrohlich werden bei bestimmten Erkrankungen. Und es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Fallen, in die man tappen kann, wenn man regelmäßig Medikamente einnimmt. Hier der Visite-Service mit Tipps und Tricks zur sicheren Tabletteneinnahme. Tabletten nehmen. Nichts einfacher als das. Oder? Die Folgen einer falschen Medikamenteneinnahme können entweder Unwirksamkeit des Medikamentes sein oder unerwünschte Wirkungen. Erster Tipp: Medikamente richtig lagern. In Küche und Bad ist es oft feucht und warm. Medikamente sollten aber immer kühl und trocken aufbewahrt werden. In Küche und Bad sind sie also nicht gut aufgehoben. Deshalb lieber umräumen, zum Beispiel in eine Schublade im Flur. Wichtige Frage: Womit nehmen? Medikamente sollten grundsätzlich nur mit Leitungswasser genommen werden. Und zwar mindestens 100 Milliliter pro Tablette. Mehrere Tabletten immer nacheinander mit jeweils 100 Milliliter einnehmen. Patienten, die viele Tabletten einnehmen müssen, diese können natürlich zum Apotheker oder zu ihrem Arzt des Vertrauens gehen und fragen, welche Tabletten sie zusammennehmen können. Und niemals Medizin zusammen mit Grapefruits einnehmen, denn die hemmen ein Enzym in der Leber, das unbedingt gebraucht wird, um die Wirkstoffe zu verarbeiten. Das gehemmte Enzym ist praktisch wie eine Bahnschranke, hinter der der ganze Wirkstoff stehen bleibt, wie eine Autoschlange, und dadurch kann es zu Vergiftungen kommen im Körper. Viele Arzneimittel vertragen sich auch nicht mit Milchprodukten. Vor allem wer Antibiotika nimmt, sollte 30 Minuten vor und nach der Einnahme auf Milchprodukte verzichten. Denn Milch enthält Calcium und Magnesium. Das Magnesium und das Calcium bildet ein Komplex mit dem Wirkstoff. Bildlich vorgestellt ist der Wirkstoff in einer Seifenblase gefangen, kann dadurch weniger wirken oder gar nicht. Egal welche Tabletten. Man sollte sie immer aufrecht sitzend oder noch besser stehend nehmen. Auf keinen Fall im Liegen. Es gibt Wirkstoffe, die enthalten eine Säure. Bei diesen Präparaten ist es besonders wichtig, dass ich ausreichend viel trinke, weil die Tablette sich sonst an der Speiseröhre im Magen oder im Darm festsetzt und ein Loch in die Wand ätzt. Deshalb ist es auch am besten, nach der Tabletteneinnahme sich nicht hinzulegen, sondern mindestens sitzen, besser noch umherzugehen. Und wann sollte man die Tabletten nehmen? Vor dem Essen, dazu oder danach. Das steht im Beipackzettel, und zwar mit gutem Grund. Manche Wirkstoffe werden am besten mit der Nahrung vom Körper aufgenommen. Andere Wirkstoffe dagegen werden besser aufgenommen, wenn man sie auf nüchternen Magen einnimmt. Da ist es wichtig, die Angaben im Beipackzettel zur Einnahme der Medikamente genau zu befolgen. In Klartext heißt vor oder nach dem Essen, mindestens 30 Minuten sollten zwischen Mahlzeit und Einnahme liegen. Auch wichtig, Medikamente regelmäßig nehmen. Dabei heißt zum Beispiel dreimal täglich nicht einfach dreimal am Tag, sondern genau alle 8 Stunden. Das gilt vor allem für Antibiotika. Das liegt daran, dass wir einen gleichbleibenden Wirkstoffspiegel benötigen, damit die Keime nicht wieder anfangen können zu wachsen. Kann man Tabletten teilen? Manche Tabletten kann man teilen, aber nur solche, die eine durchgehende Bruchkante haben. Andere Kerben und Prägungen wie diese dienen nur der Zierde. Diese Tabletten darf man nicht teilen. Kapseln sollten grundsätzlich nicht geöffnet werden, denn die Umhüllung hat eine Funktion. Sie schützt die Wirkstoffe vor der Magensäure. Wie bei der orangefarbenen Tablette hier rechts. Denn manche Tabletten können nur im Darm, aber nicht im Magen wirken. Und wenn ich die Tablette oder die Kapsel ungefragt teile oder auch öffne, kann es sein, dass die Kapsel oder Tablette im Magen aufgeht. Dabei sollte sie es erst im Darm tun, und im Magen ist sie damit unwirksam. Bei falscher Anwendung können sogar starke Medikamente nutzlos werden. Ein unterschätztes Risiko. Im Zweifel fragen Sie lieber Ihren Arzt oder Apotheker.